Martin Schiller. Und pünktlich zum Sprungball kann ich auch die Weltzuschauer begrüßen. Also alle, die jetzt dieses Spiel, das ja immer irgendwie 1 gegen 1 einen Wurf besorgen kann. Der gute Cut von Spagnolo 0 zu 6. Und Martin Schiller ist stinkesauer. Wir schauen noch mal auf die Berliner Punkte. Das war der letzte hier. Das ist Tradition bei Alba. Und der zweite offene Eckendreier für Randolph, den er nicht machen kann. Wieder Spagnolo. Wieder in der Zone, wieder Punkte. 8 Punkte Matteo Spagnolo. Und der ist jetzt schon bei 10 zweistellig. Selber, oder? Ja. Und die Layup-Line geht weiter. Das ist zu easy. Den Sieg am letzten Wochenende, auch das eine Berliner Energieleistung und hatte schon mal eine Gehirnerschütterung. Tiger Campbell. Eine Ein-Mann-Offense. Ja, natürlich hat er das Foul nicht gerne kassiert, aber das geht schon völlig in Ordnung. Er hebt ab und damit müsste es eigentlich sogar mehr sein. Spagnolo, Kopf oben, sucht wieder nach einer Penetration-Line, findet dann mit dem No-Look Luis Oligny. Und das kann er eben auch, ne? Und jetzt war ein Fehler von Matteo Spagnolo. Joel Aminu, ja. Freitag vor einer Woche, also vor 9 Tagen. So wieder Wetzel gegen Grünlo. Der mit stark gemacht. Baseline Drive. 2 Fouls natürlich sich jetzt hier zurückhalten muss und Berlin weiß das. Werner, diese Pick-and-Pop-Dreier, das ist sein Wurf. Randolph gegen Brocci da. Boswell. Ah, gerade noch so am Ende der Shotclock. Ohne Treffer von außen, 0 von 6. Und heute ist er bislang auch noch nicht gefallen. Der hier aber dafür. Wo in Anführungsstrichen auch der bessere Basketball gespielt wird. Oder willst du in der NBA mal 1-2 Jahre rumhopfen, um das mitzunehmen und nachher sagen zu können, ja, ich habe da gespielt. Das ist, glaube ich, der viel größere Anreiz. Und ferner macht das, was Pächter jetzt dringend braucht, um nicht nur dran zu bleiben, sondern zu verkürzen. Und jetzt haben wir bald wieder vielleicht kein offenes Spiel, aber ein ausgeglichenes. Aber keine Wow, das ist das Highlight bislang. Ganz Pächter hat er den gedankt. Und der Blick nachher, der wird besonders schön jetzt zu sehen sein, der Blick. So mit Campbell gegen Oligny. Campbell sagt, ich will den jetzt alleine machen, denn ich habe schon so viele auf dem Konto. Aber ich kann auch passen. Findet Lloyd Kenny in der Ecke. Die Belastung der Berliner hier nochmal eine Rolle spielt hinten raus. Im Moment macht Pächter einfach einen guten Job, muss man sagen. Nachverpflichtet, wenig gespielt, bislang wirkt schon ziemlich platt. Stellt jetzt den Block für Boswell. Aber da ist Kitschunas und macht ihn. Da ist die erste Führung für Rasta Pächter. Von der Bank zu spielen. Schwer zu sagen. Er scheint sich damit nicht schwer zu tun, weil immer wenn er reinkommt, ist er ready und performt auf einem hohen Level. Pächter auch mit einem guten Start. Kitschunas ist schon bereit bei Pächter. Wetzel mit dem Dank. So clever gemacht, ne? Kurz den Mann auf den Rücken genommen, die Geduld gehabt, da noch eine Sekunde länger zu verweilen, um den eigentlich körperlich unterlegen. Muss er sich Platz machen, muss auch mit der Schulter vorangehen. Manchmal wird der Kontakt. Und wieder auf Schneider, gut gespielt. Campbell. Ja. 9 Punkte in diesem Viertel. Jetzt Pächter am Drücker. Wenn sie jetzt scoren, wird zum einen die Hütte hier auf dem Kopf stehen, zum anderen haben sie sich dann wirklich ein kleines Polster aufgebaut. Und wieder ist es Garden, der Mann des Viertels. 16 Punkte. Auch der, wo von außen geht, Malte Delo mit seinen ersten BBL-Zählern in dieser Saison. Hat auf jeden Fall die Chance auf ein 2-for-1 eröffnet. Ob ihn dann trotzdem nehmen muss, weiß ich nicht. Samar, wieder so ein Traumanspiel. Williams gegen Grünlo, der ist mit 3 Fouls belastet. Da wird ganz schön gerangelt. Tim Schneider hat Schneider für 3. Viel gesessen, früh in diesem Schlussabschnitt in Führung zu gehen, wenn sie hier jetzt in diesem Angriff scoren können. Und da ist Trevin Williams und Berlin wieder vorne. Boswell.
Also vielleicht avanciert Gardner auch zum zweiten Halbzeitmann, nicht nur zum Mann des dritten Viertels. Matisek von seinem. Sein erster Dreier heute. Nächste Chance, Campbell. Tanz gegen Wetzel. Und Gardner. Also der ist jetzt aber auch mit einer Energie unterwegs. Hab den Eindruck, der will jeden Ball, den man sich hier holen kann, den will er haben. Das ist schon kleiner Hook. Will ich nicht sagen, verzweifelt auf der Suche nach Konstanz, aber auf jeden Fall auf der Suche nach Konstanz. Campbell. Ja, schön gemacht gegen den Big Man. Und wie gesagt, er spielt ja jetzt auf der 5 Volt wieder. Der hat einen super Näschen für den Ballgewinn. Direkt spielst. Das. Nee. Aber sehr schön verteidigt natürlich auch auf der anderen Seite mit der guten Nase. Randolph. Gleiches Play wie vorher, aus dem Randolph gescored hatte. Jetzt gehen sie inside zu Gardner. Ja. Den kannst du den Ball immer hinwerfen. Halbzeit spielt wie heute. In jeder Partie. Dann ist er ein ganz, ganz heißer Kandidat. Luke Sigmar-mäßig von Gardner. Und Procida bleibt eiskalt von außen. Amino mit dem Stil. Verliert den Ball wieder. Boah, ist das jetzt aufregend. Spagnolo. Der kann zählen. Wird er zählen? Er zählt. Im Bonus. Also da gibt es keine Möglichkeiten, jetzt mehr mal einen Foul zu geben, ohne jemanden an die Linie zu schicken. Randall. Stark. Oh, er muss zählen. Und er zählt. Er zählt. Der Rebound von Joel Amino. Und das dürfte es fast schon gewesen sein für Fechter. Da ist das Foul von Spagnolo an Campbell. Jetzt muss ein Korb her für Alba. Und zwar schnell. Zwei reichen nicht. Das drei für Spagnolo. Und der passt. Inside zu Williams. Aber 6 Sekunden sind. Das wäre derjenige, wo ich sagen würde, wenn Berlin den faulen kann, das wäre das Hilfreichste. Aminu eher kalt. Oh, das war knapp. Das war knapp an den 5 Sekunden. Extrem gewackelt, die Fechter. Da haben sie tatsächlich eine wahnsinnig hohe Führung. Ein 98-82. Erfolg, bevor der Ball im Spiel ist. Da ist Schneider mit Matisek. Dann ist es ein unsportliches. Matisek, sie verteidigen es gut, das war's. Raska Fechter gewinnt gegen Alba Berlin. 96-93. Dritter Sieg in Folge.